Guten Morgen. Eine ganze Menge Baustellen hier gerade heute. Aber auch eine ganze Menge, was heute wieder aussieht. So hoffe ich. Und zwar haben wir heute dieses Unfallrad hier. Diesen Romet. Da kriegen wir heute die Kettenradgarnitur. Dann ist das weg. Erstmal. Bei dem Specialized, da kommt heute ein Steuersatz und Antriebe und Kettenblätter und Bremse vorne. Dann ist das Ding auch weg und hier fehlt uns ja nur der passende Reifen, den haben wir auch bestellt. Und Speiche und Zentrieren. Und dann ist das auch weg. Das Einzige, was... Mann. Das einzige Teil, was uns erhalten bleibt an Arbeit, ist da vorne das Sirius. Weil so ein Hinterrad, wie der gute Mann das da drin hat, ist gar nicht so leicht zu finden. Ich habe es bestellt, aber dauert einen Moment. Gut. Speiche einfielen. Hui hui. Brauchen wir nur noch einen Reifen, eine Kette und das war's. Kette. Kette haben wir, so. Jute Union. Ja, Wahnsinn, ey. Wahnsinn, ey. Was für ein Aufriss. Licht, Bleche haben wir. Bleche sind wieder fest. Licht funktioniert. Das ist nie wieder lösbar, so, ja. Schaltung, Hinterrad. Ja gut, die Schaltung, das werden wir sehen. Marathon Plus, Bremse. Bremse Vorderrad. Und Kette. Hammer. Ah Mensch, wunderbar. 250 Euro sind das nicht, also das Budget ist 250 Euro bei dem Rad, das finde ich ja richtig gut, wenn die Leute so ein bisschen Budget geben, aber 250 Euro sind das eben nicht. Muss man nicht drinstecken. War alles günstiger machbar. Boah. Ja. Jetzt heißt warten.
Und wenn Marlies zurückkommt, dann gehe ich erstmal nochmal mit ihr nach oben. Weil Marlies sieht es nicht so gut im Moment und deswegen habe ich da ein bisschen. Die ist jetzt beim Arzt, wieder mal. Und nachher fahre ich sie auch wegen, da müssen wir nochmal wegen Lumen auch zum Arzt. Da fahre ich sie auch nochmal ins Krankenhaus. Action pur, die Leute denken immer, oh, der macht immer nur frei hier oder so, aber nee. Ich mach überhaupt nicht frei. Scheißbar. Ich trinke ein Käffchen, ich setz mich draußen hin. Oh, ja, immer Zeitung holen. Ja. Immer Zeitung holen. Oh. Der Wolfgang, der Wolfgang. Ja, ist überhaupt niemand los. Was lachst du? Mit Angler-Ional beruhig mich. Rockys letzter Ring. Zwei Jahre nach seinem Tod hat Berlins berühmtester Boxer eine Grabstelle in Rums. Also traurig, wa? Ja. Kann man nicht machen, wa? Nee. Was machst du denn mit dem Kram? Was ist denn? Was? Kalender ist das? Nee, Kalender? Tatsache, so Kalender drin. Ansonsten Werbung nur, oder? Ja. Was willst du denn mit Werbung? So. Findest du gut? Ich guck, was heißt hier? Findest du gut? Ich guck immer mal durch. Und wenn mir die, was da drin ist, bei Sonderangebote, bei Lidl oder bei Aldi, Am Montag bis Donnerstag, ja. Vielleicht wenn sie mal bei mir so anstehen würden, wegen Schlauchwechsel. Ich glaube, das wirst du die nächsten 20 Jahre nicht mehr erleben. Schlauchwechsel. Frische Schlauchwechsel. Mach die Stände da rein. Hier Schlauchwechsel. Hier Schlauchwechsel. Ja, mal kurz runter. Kannst dich neben dein Lieblingsapparat setzen. Den Mixer. Den Mixer, dein Lieblingsmixer. Ja, also er meinte, meine Blutwerte sind alle in Ordnung. Außer? Gar nichts, sind alle gut. Alle. Nicht mal Eisen. Eisen ist noch besser als beim letzten Mal. Besser als null. Also kann das auch nicht daher kommen, weißt du? Dass man sagt, okay, Vitaminmangel, Eisenmangel. Ich bin top ernährt. Ja, das sieht man ja. Wohlgeformt und rund. Die Waage hat was ganz Tolles angezeigt bei denen. Ja. Mit Kleidung. Oh, fast Rekord. Fast Rekord. Ey, ich hab ja gesagt, eine fahrende Suppenküche da drüben, bitte. Was machst du hier? Geh einfach zum Bäcker, hol Brötchen für 20 Cent. Verkauf die da drüben belegt für 1,50 Euro.
Oh, der Junge ist krank. Hallo Anouk. Hallo Anouk. Jetzt wird wieder gerade Haltung und los. Mein Körper sabotiert mich. Scheiß drauf. Okay, ich hole das Auto. So, Guterli, Jetzeli. Ich habe schon einen Auftrag fertig gemacht. Und ihr wart nicht dabei. Ich hab's vergessen, die Kamera oben in der Stube. Hab's vergessen. Das geht ja nicht, das geht ja nicht. Was macht er denn? Das kann er nicht machen. Das hat er vergessen. So, packen wir's, hey Pip. Also. So. Wir haben jetzt ein Problem, wir haben eine Sattelstütze, bei der ist die Schraube abgebrochen. Diese Schraube wie diese, eine Zylinderschraube, allerdings mit einem sehr schmalen Kopf. Wie kriege ich nun diese Schraube aus dem Baumarkt, weil ich habe so eine Schraube nicht, diesen extrem schmalen Kopf. Wie kriege ich die Schraube jetzt hier schmaler? Klar, eigentlich normalerweise so eine Schraube gucken, habe ich aber nicht, wie gesagt. Also ich spanne mal das Pfeilchen hier ein. Bis später. Nehme eine Bohrmaschine, spanne die Schraube ein und dann geht's los. Jetzt nehmen wir das Schräubchen hier und testen mal, ob das der Kopf schon drin passt. Hey, hallo. Nee. I have a question. Ja. So, my bike, that lock that I bought from you guys. Ja. It's not able to unlock. My bike's in fucking Mitte. What do you usually do when that happens? Or what should I do? What kind of lock was it? It was Abus. Abus? Abus. Okay. Yeah, it was just, it's like, not going in the key. It's almost, I can tell, like, it's just a tiny bit that it's not going in. Maybe something was stuck. That's what I'm guessing. But I don't know how the fuck I'd get it out. Passt, was passt, passt. Schön. Wie heißt das Teil? Keine Ahnung. Bremsendkappe. So. In Ordnung. Ja, jetzt genau. Ich habe das Video gesehen mit der Abgekotztaste. Achso, jetzt kommt die Vorführung. Die Schlüssel, ja? Von hier. Von Tommy. Ja, warte, warte, hast du was für mich? Ja, nein, ich habe für mich was bestellt. Was war das für mich? Zum Einstellen. Nee, nichts für dich. Wie, hat nichts für mich, Mann? Ach so, ja, Käsekuchen. Ja, ja, eben. Käse, irgendeine Opfergabe muss es doch geben. Ah. Oh, vorsichtig. Oh, das Baby berührt habe ich jetzt. Ein bisschen Respekt vor dem Essen. Geh durch. Leg hoch. Was hat er denn? Das ist meine Narbe. Ach, hier unten. Eine Narbe? Ja, jetzt aber umzu. Von Toben, wa? Ja, von dem, weiß ich, Bäcker. Klinken. Was ist das für eine? Eine Form, sag ich schon, Erdmann ist das. Ah, Erdmann, okay. Kennst du? Mhm. Ist gut. Da habe ich ja Oma bestellt. Ja, schätz mal den Preis. 60? Nee. 80. Ja. 80. Dachte, du kaufst nur Angebote. Naja, ich brauchte mal was und dann gehe ich jetzt auf Nummer 80 irgendwo raus.
Ja, wenn du das hast, was der Ass-Taste war. Das ist alter Porno. Und die macht so eine Geräusche, die müssen. Mahlzeit! Okay. Ah, nochmal schon wieder Mahlzeit. Atzung. Atze. Das ist aber schön. Atze. Nee, nicht Atze. Atzung. Atze. Atze. Atzung. Heizung. Atze. Du musst ja ab Montag wieder bei Achim schrauben lassen. Leute, die Geld transportieren. Trottel. Leute, die Geld transportieren müssen. Transportieren? Was geben die 500 da? 510. Ja. Lohnt sich's? Ich meine, die haben nicht dabei. 500.000? Das sind Tausende. Hält 500.000. Ach so, weil es mehr im Koffer kostet. Ich hab ein paar 500. Ja, so also, ein Batzen. 200.000. Suche. Aber wie suche ich denn bei dir nur, wenn ich bei dir auf dem wenn ich nur bei dir was suchen will, steht da das direkt neben von mir. Müller? Was möchtest du denn suchen? Aber dann suche ich es direkt bei YouTube, das ist voll. Ich suche dieses Video, diese Fahrer dafür. Schreibst einfach Corona nee. Und Faser. Das ist da irgendwie, ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich kenne mich damit ja auch nicht aus, ich mache nur die Videos. Warte lang. So, was haben wir denn hier? Ein Fragment haben wir hier auf alle Führung. Fälle. Wo ist denn die Gabel? Vorne. Ich hab die nicht. Zu den Fahrrädern. Vor 3 Jahren. Hallo. Vor 3 Jahren. Kann mal sein, aber das ist bestimmt nicht mehr da. Moin. Wird doch sein. Meine Kette ist gerissen. Jo. Und ich wollte versuchen, sie erstmal mit einem neuen Ding quasi wieder zusammenzubauen. Jetzt wollte ich fragen, ob ihr so ein... Nita? Nee, Kettenschloss. Das sogar das Schloss, genau, das Kettenschloss. Ja, ich habe gerade gesagt. Habt ihr sowas da? Wie vielfach ist sie denn? Also wie viel? Das weiß ich leider alles überhaupt nicht, aber ich habe sie mit. Na, dann wissen wir es ja. Wenn's hochzählt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zählen muss. Na, die Anzahl der Zahngrenze hinten. Das steht drauf. Ach so, bei dem hinteren Ding, das sind 6. 6? Ach so, ja, dann sind es 6, 7, 8-fach. 6, 7, 8-fach. Das ist halt die neue. Nee, du meinst nicht ans alte. Eine HG. Eine HG? Ja. Ja, haben wir noch eins. Eine HG, 6, 7, 8-fach. Jetzt weiß ich voll, was los ist. Ja, alles easy. Okay, wow. Ja, 4 Euro kostet das Ding. Oder? Dieses das Teil. Okay, und erklärt sich von selbst. Brauche ich dafür aber so einen Mieter? Nein. Nee. Okay. Eben nicht. Einfach einsetzen. Oben und dann hier Spannung hast du ja dann auf der Kette und dann. Du kannst. Du siehst es. Du steckst in eine Teil. Das eine Teil steckt von hinten rein, das andere Teil von vorne und dann siehst du, da sind die Löcher so ein Langlöcher. Okay, erst ein Stück zusammen und dann. Einfach ein. Genau, ja, genau, und dann stretchst du das zusammen. Perfekt. Dann ist die Kette eigentlich riesig. Länger. Dann ist die Kette eigentlich länger. Ach so, nee, genau. Ich muss halt erstmal auch die alten rauskriegen. Aber das so. Kriege ich ja wahrscheinlich irgendwie, oder? Ne, brauchst du Kettennieter, sowas hier. Brauche ich aber wirklich sowas oder kann ich das einfach mit dem Hammer? Nee, brauchst du sowas hier. Oder eine Kniezange. Okay. Ich hol dir das Nieter-Ding da auch raus. In der Zeit. Ja. Dann kostet es auf immer schon wieder 15 Euro. 15 Euro? Alter. Natürlich nicht. Ja, yeah, also du hast zweimal. Inflation, du kannst ja auch selber hier, warte mal. Nee, selber nicht. Naja, du kannst auch mal am Rad drehen, wenn du willst. Du musst ja nur am Rad drehen. Ach so, das ist quasi all the magic. Okay. Rad drehen. Willst du Rad drehen? Willst du Rad drehen? Klar, ich Rad drehen. Okay. Raus ist er. So fühlt sich das an. Gut. So fühlt sich das an. Und fühlt sich das gut an? Ja. Zu später Stunde im Fahrradsalon. Spannend. Ja. Bist du bei YouTube gerade? Bist du jetzt gerade voll dabei? Ja. Ach so, eigentlich. Ja, du Scheiße. Und deswegen lebe ich schon an der Seite, ich weiß es schon. Deswegen lebst du an der Seite und deswegen hast du Tuch hochgezogen. So wie ich schon. Ich kann das auch voll undercover. Warum eigentlich? Ist das alles live gestreamt? Nee. Naja, weil es lustig Leben, ist, oder? Sein Leben. Es ist das Leben. Es ist einfach lustig. Das Leben. Fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich einfach gut an, ganz genau. Es fühlt sich einfach gut an. So wie in der wirklichen Welt. Ja, als wär's real. Als wärst du mittendrin. Bist du ja. Hier ist ein Problem. Kannst du dir tausendmal angucken hier nachher bei YouTube. Ich will nicht reinstecken, das heißt, ich nehme jetzt mal hier das Glied raus. Ja. Sie war eh sehr locker. Hey, warte mal. Hä? Wieso?
Das ist kaputt. Die war eher locker. Ja, wieso? Willst du mal messen? Ja, wieso? Wieso ist es kaputt? Das ist kaputt. Ach, da fehlte die. Mhm. Die Walze. Ja. Der Walze. Der Walze. Der Walze. Ja, ich mess mal die Länge. Dann weißt du auch, wie lang die ist. Ja. Natürlich der Doktor, Doktor. Man macht eine Restauration hier, ja. Totales Service hier für 45 Euro. Würde ja mal billiger bei dir. Ja. Hier kommen wir auf den grünen Zweig. Hier kommen wir auf den grünen Zweig. Oh, die ist aber noch gut. Die ist noch gut? Ah, sehr gut. Ist die noch gut? Ist die noch gut? Dann muss vielleicht meine Schaltung los oder so. Das muss ich dann nochmal wann anders evaluieren. Ja. Fantastisch. Entdecke die Möglichkeiten. Ja, sehr richtig. Oh. Applaus. Auch mit da rein. Gut. Zack, fertig. So. Oh, der Rücken. Mein Rücken. Mein Rücken. Denkst du an die Malle? Vier Euro. Das ist, nee, aber ist auch okay, fast so. Danke. Sieht ja aus wie bei uns im Haus. 50 Cent. Wir teilen uns zu trinken. Wir teilen uns zu trinken. Hey, das ist ja geil. Wir können jetzt noch, was können wir noch machen hier? Was hat jetzt gesagt, ist es 41? Komma? Oder 40, komm? 41 aus. 41, Komma. Jetzt kommt gleich das Corona. Erst das rote, da ist das Corona. Ach, das! Mann, sag doch, das alte Rad, ey, das alte Corona, Mann, ey. Alter, ey, bist du ein. Oh, bist du ein Monk, ey. Um Corona. Diamant-Exportmodell von letztes Jahr. Corona. Ah! Corona! Hier ist der Schriftzug auf. Der Wahnsinn! Unter dem relativ neuen Lack, der kurz am Krieg drauf kam. Das ist ein Corona. Oh. Unser Monk. Das ist ein Corona. Der Hosenhof-Monk. Das ist ein Corona. Corona. Ja, ja. Warte mal, ich mach Ordner drum. Gibt's in einem 1800 irgendwas. Ja, lauter geht's nicht. 1890. Wir gucken jetzt Corona. So, Monument, da kann ich nicht viel dazu sagen. Das will ich auch nicht sagen. Moment, da, der Moment, da ist nur Krieg. Also, Monument. Monument mal. Das, hier reinschieben. Hier in den Steuersatz. Das läuft nicht durch, hat er gehört. Das geht da nicht rein. Geht nicht rein. Monument mal. Das ist mein Privatrad. Privatrad. Total übertrieben. Total übertrieben. Das ist total übertrieben. Privatrad. Da stehen noch ein paar Privaträder. Mit Tokens. Ja, das ist schön, Zelle. Kann man den hier so anklicken. Dann. Ja, wir schauen mal nach der Rechnung. Und der Riesenbetrag. Ja. Ja, das sind doch 700 Euro geworden. Machen wir mal. Ihr habt alle nicht. Scheiße mittlerweile. Ein Moment. Vielleicht kann ich da weiterhelfen. Oben. Ja. Alles geklappt zu weit? Perfekt. Naja, alles geklappt. Also das Problem ist. Ja. Das Problem ist hier, der Bremsgriff ist doch kaputt, ne? Ja. Ne? Okay. Das haben wir natürlich nicht. Also hinkriegst du es nicht mehr, das wäre dann nicht passiert. Ja, das ja. Das wirklich. Also wirklich. Und auch hier alles gewechselt, ne? Alles neu. Ja, klar, das ist alles neu, weil das alte Ding ist auch im Müll. Das ist so gestaucht gewesen tatsächlich. Mhm. Ja, machen wir mal Feierabend, wa? Also, sehen wir uns morgen? Weiß ich nicht, werden wir sehen. Wenn wir uns sehen, sehen wir uns.
Also macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.